Jetzt bin ich gefordert, hier die Umbaupause sozusagen zu überbrücken, kündige damit schon mal die nächste Granate an, wie man im Fußball sagt. Ich freue mich, dass Michael Trautmann hier auf der Bühne ist. Als stellst du dich eigentlich noch selber vor oder mache ich das kurz? Der Michael ist Gründer der Agentur Think. Und ich habe schon vor Jahren von ihm gehört, da gab es eine Werbeagentur, die hieß Kemper Trautmann. Und ein guter Freund von mir erzählte, er kennt da jemanden irgendwie und da wird so wahnsinnige Arbeit gemacht. Die wachsen so wahnsinnig, da brennt quasi da brennt das Feuer im Büro und es läuft richtig gut. Daraus ist dann Think entstanden, wenn ich das richtig verstanden habe. Und seitdem habe ich immer so ein bisschen aus der Entfernung den Weg verfolgt und mittlerweile seit einem Jahr ungefähr bin ich begeisterter Hörer des Podcasts On the Way to New Work, den der Michael macht. Und da kam mir die Idee, dann irgendwie ihn hier mit an Bord zu holen, weil als Markenfachmann und jetzt selber Publisher mit Podcast und Buch und allem drum und dran, ist er, glaube ich, der richtige Mann, der euch was erzählen kann zum Thema Marken und Publisher. Vor dem Hintergrund Google, Facebook, Abhängigkeit etc. ist das, glaube ich, eines der wichtigsten Themen, die man als Publisher berücksichtigen sollte. Und jetzt schmeißen wir einfach mal das Mikro rüber und machen den fliegenden Wechsel. Michael, danke dir und viel Spaß. Vielen Dank, Michael. Ja, danke. Also, ich bin schon mit weichen Knien hierher gekommen und habe gedacht, oh mein Gott, worauf hast du dich eingelassen? Als Werber jetzt Publishern erklären, wie ihr Geschäft funktioniert, jetzt noch selber als Publisher bezeichnet zu werden für so einen kleinen Mini-Nischen-Podcast. Also die Latte liegt hoch. Ich werde versuchen, euch von der Seitenlinie ein bisschen was zu sagen. Also ich bin nicht derjenige, der euch euer Geschäft erklären kann, dafür ist es viel zu komplex. Und wenn ich es erklären könnte, würde ich, glaube ich, lieber Publisher sein als Werber. Aber ich kann vielleicht so ein paar Learnings aus meinem Geschäft nehmen, übertragen und ein bisschen was sagen, was ich glaube, was sind so die Herausforderungen, die eure Branche eigentlich hat. Teile davon sind auch unsere Herausforderungen, weil wir doch ja symbiotisch über viele Jahrzehnte zusammengearbeitet haben, das auch zum Teil tun, aber auch mittlerweile zum Teil im Wettbewerb stehen. Also Bedeutung ist hoch, erster Teil beantwortet, nach wie vor. Aber die Herausforderungen, diese Bedeutung zu erhalten, sind natürlich grandios. Die erste Herausforderung ist der Wettbewerb. Das, was ich am schwierigsten oder wo ich das erste Mal gedacht habe, oh mein Gott, mein Geschäft fliegt mir bald um die Ohren und das der Publisher gleich mit, das ist ungefähr vor 10 Jahren der Fall gewesen. Wer weiß, was am 5.11.2008 war? Juhu, keiner. Dramaturgie geklappt. Am 5.11.2008 stand ich am Flughafen Hamburg, schaute auf einen Monitor, 6 Uhr morgens, normalerweise reges Herumlaufen, kein Mensch bewegte sich, alle starrten auf einen Bildschirm. Man hätte eine Nadel fallen lassen können und dort verkündete Barack Obama, dass er jetzt Präsident geworden sei oder gewählt worden sei. Ein paar Monate später war er auf dem Cover der Rolling Stones und ich hatte zu dem Zeit irgendwie, oder schon eigentlich als ich da unter dem Bildschirm stand, das Gefühl, alles wird anders. Ich hatte den Wahlkampf mitverfolgt. Ich habe gesehen, was der gemacht hat. Ich werde euch jetzt nicht erklären, wie dieser Wahlkampf läuft. Dazu gibt es einen Artikel, den kann ich euch schicken, wenn es euch interessiert. Aber er hat im Prinzip euch erstmal richtig einen in die Fresse gehauen. Und zwar hat er während dieses Wahlkampfes einen Dienst gehabt, der hieß Be the First to Know. Während klassischerweise Präsidenten und Präsidentschaftskandidaten ihre Informationen immer erst in einer Pressekonferenz den Medien mitgeteilt haben, konnte man sich dort für einen SMS-Dienst oder einen E-Mail-Dienst eintragen, Be the First to Know, und alle Informationen, wer wird mein Vizepräsidentkandidat, wurden dort publiziert. Er hat einen eigenen YouTube-Kanal gehabt und hat damit auch der Bewegtbild-Kategorie ordentlich was von Latz geknallt und hat auch noch ganz, ganz viele andere Sachen richtig und scary gemacht. Auf jeden Fall war da für mich klar, nichts wird mehr an meinem Job und in eurem Job sein, so wie es ist. Ich habe bei der Vorbereitung ein ganz schönes Zitat gelesen von dieser jungen Dame, Gründerin von Net-a-Porter. I believe that all brands will become storytellers, editors and publishers. All stores will become magazines and all media companies will become stores. There will be too many of all of them. The strongest ones, the ones who offer the best customer experience will survive. Wenn ich das zusammenpacke mit dem, was Kai Diekmann eben gesagt hat, dann haben wir bald nur noch Amazon und vielleicht noch Google und Facebook. Also Herausforderung 1, Wettbewerb.
Zweite Herausforderung ergibt sich unmittelbar daraus, ist das Geschäftsmodell. Und das greift für mich zu kurz zu sagen, das Geschäftsmodell ist nur bezahlter Journalismus. Natürlich ist das ein Teil, der wichtig ist und der insbesondere für diesen Qualitätsjournalismus überlebenswichtig ist, aber für Publisher wird das alleine nicht ausreichen, hat ja auch in der Vergangenheit nicht ausgereicht, sondern Werbung war immer ein Teil der ganzen Sache. Ich habe in der aktuellen Woche einen Podcast mit diesem jungen Mann, Philipp von Borries, der hat Refinery 29 gegründet. Wer hier im Saal kennt Refinery 29, ganz ehrlich? Viele, wahrscheinlich mehr Frauen als Männer. Er hat mit seinen drei Mitgründern vor 2005 eine Lücke entdeckt und hat gesagt, es gibt eigentlich keinen Frauentitel, der wirklich richtig cool ist, der Independent Stores featured, der die ganze Bandbreite, die Frauen interessiert, eben nicht nur Beauty und Fashion, sondern auch Work, Politik, Lifestyle, also alle Themen bündelt, wirklich gut kuratiert, hat das sehr schnell mit einem sehr klugen E-Commerce-Geschäftsmodell, was für ihn überhaupt keine Logistik bedeutet, hat kombiniert, hat am Anfang Boutiquen abgeklappert, einen kleinen Newsletter aufgesetzt und hat dann ein gigantisches Wachstum hingelegt. Heute ist diese Seite eine der wichtigsten Seiten für junge Frauen weltweit, die eben die genannten Bereiche abdeckt. Er hat als sehr, sehr früh erkannt, wie wichtig Bewegtbild ist, wie wichtig Social Media ist, hat Facebook, Instagram und so weiter umarmt, verfügt über Reichweite, nicht nur über seine eigene Plattform, hat 1,9 Millionen Abonnenten auf Instagram und auch auf allen anderen Kanälen, hat sehr schnell erkannt, dass auch das Thema Events wahnsinnig wichtig sein wird. Ich glaube, das ist ähnlich wie bei der Musikindustrie. Die Musikindustrie lebt eigentlich, beziehungsweise die Künstler leben eigentlich nur noch über Events. Verschenken ihre Musik oder quasi verschenken ihre Musik und holen sich das Geld über 3-, 4-, 5-fache Ticketpreise rein im Vergleich zu früher. 29 Rooms, durch Zufall entstanden, so hat Philipp mir das erzählt, vor 10 Jahren oder beim 10-jährigen Jubiläum haben die 29 Räume in einem alten Warehouse in Brooklyn kuratiert, zum Teil mit Branded Curation, also mit Partnern, haben dort VIPs eingeladen und wollten eigentlich eine große Party feiern. Und irgendwann haben sie kurz vorher überlegt, naja, das sieht so geil alles aus, lass uns doch danach einfach mal unsere Fans und Kunden auch kommen. Und haben dann an einem regnerischen Freitagmorgen die Türen geöffnet für im Wesentlichen Frauen, sind noch ein paar Männer dabei gewesen. 5000 Leute standen an einem regnerischen Freitagmorgen davor und wollten dort rein. Daraus ist eine großartige Eventserie geworden, wo sich Stars engagieren mit Kunst, mit Kultur, aber auch natürlich Marken dort etwas machen. Und wenn man einen kleinen Spickzettel haben möchte, was heute möglich ist in der Zusammenarbeit mit Advertisern, da tue ich mir selber keinen Gefallen, weil das Geld, was er dort einnimmt, geht mir irgendwo wieder in meine Agentur flöten, aber ich kann auch nicht jammern, darf nicht jammern, genau wie ihr. Dort gibt es wahnsinnig viele Ansätze, wie er geschickt Marken mit Inhalten zusammenbringt. Und ich glaube, dass es ein super Beispiel ist, dass auch heute, auch in Gegenwart von Facebook, von diesen ganzen Plattformen, es möglich ist, starke Publisher-Brands aufzubauen. Und in Deutschland, werdet ihr sagen, ja, in Deutschland haben wir auch sowas, in klein, aber auch stark wachsend. Und das sind zum Beispiel die Online-Marketing-Rockstars. Ich wusste nicht, dass die hier Sponsoren sind, dann hätte ich das Beispiel vielleicht nicht genommen, weil es immer so cheesy wirkt. Aber ich kenne Philipp seit vielen Jahren, bin regelmäßiger Gast dort. Dieser junge Mann, ich glaube, er ist 39, hat vor 7-8 Jahren, war Unternehmer im Bereich Online-Marketing, hat gesagt, alle Konferenzen, die ich zu dem Thema kenne, sind spießig, sind langweilig. Die Medien dazu finde ich auch langweilig, lass mal was Eigenes machen. Und hat Online-Marketing-Rockstars gegründet, am Anfang mit, ich glaube, 400-500 Zuschauern, einem etwas, anderen Ansatz. Da standen Gitarrenspieler auf der Bühne, der angefangen hat zu spielen, wenn Leute wie ich zu lange reden. Hat daraus eine Messe gemacht, die 40.000 Besucher jedes Jahr hat, eine Konferenz mit 7.000 Menschen auf einer 100-Meter-Bühne, Podcast, ich will nicht sagen Imperium, dazu ist Podcast noch zu klein, aber ein wirklich tolles Angebot an Podcasts, an Studien, erholt sich Rubriken wie das Thema Arbeitsplatzvermittlung und ist eine ganzjährige Publishing-Marke geworden, die natürlich auf diesem einen Event oder aus diesem einen Event immer wieder ihre Kraft zieht, aber durch viele, viele redaktionelle Geschichten wächst und weiter gedeiht. Und wenn man sich heute mal so die Startseite anguckt, dann sieht man auch, wo Geld sonst noch hingeht. Ich bin in den letzten Monaten immer wieder auf Facebook auf Werbung von Masterclass aufmerksam geworden.
empfiehlt sich, den Artikel mal zu lesen, wo es ein junger Mann geschafft hat, NBA-Stars, Regisseure, Fotografen dazu zu bringen, ihr Wissen in Form von Bewegtbild an Menschen weiterzugeben. Und so merkt man eigentlich, wenn man sich damit beschäftigt, und ich habe mich wirklich intensiv mit dem Thema jetzt erst zur Vorbereitung auf diesen Vortrag beschäftigt, wie viele Möglichkeiten es gibt, Inhalte im Netz sich bezahlen zu lassen. Mein wichtigster Punkt, wenn ihr euch nur einen merkt aus diesen 7 Herausforderungen, dann ist es dieser Punkt, Purpose. Das kleine Bild erkläre ich später. Das ist Christoph Magnus, mit dem ich zusammen meinen Podcast mache, der ein Unternehmen hat, was nicht vordersinnig im Publishing-Bereich tätig ist. Er hilft anderen Firmen dabei, Cloud-Computing einzuführen, kollaborative Work-Tools, ist aber YouTuber mit 10.000 Followern, haut jede Woche 2 Filme raus und gewinnt über dieses Publishing, über diesen Ansatz seine Kunden. Und er fragte mich irgendwann, ob ich ihm nicht mal helfen könnte, seinen Purpose zu finden. Was ist eigentlich, wie unterscheidet er sich eigentlich von diesen ganzen anderen Menschen draußen? Und Purpose ist etwas, was für alle Marken entscheidend ist. Der erste, der darüber wirklich in der breiten Öffentlichkeit gesprochen hat, ist Simon Sinek, der auf einem TED-Talk 2009 darüber gesprochen hat, warum Menschen, Marken, Institutionen, die ein starkes Why, also er nennt diesen Purpose Why, haben, besser sind, ihre Leute, ihre Kunden länger halten, zu höheren Preisen führen können, Mitarbeiter treuer machen. Wunderbar, dass die Insekten doch nicht tot sind. Ich hatte gehört, die sind alle tot. Und er hat das in ein Modell gekippt, das er den Golden Circle nennt. Und dieser Golden Circle sagt eigentlich Folgendes: Ein Unternehmen hat ein Why, idealerweise ein How und ein What. Und die meisten Unternehmen können sehr gut beschreiben, was sie machen. Also ich mache Qualitätsjournalismus oder ich mache Discount, ich verkaufe Lebensmittel billig. Das Wie können die meisten auch noch beschreiben. Ne? Also die Bild kann beschreiben, ich mache Qualitätsjournalismus, aber indem ich verdichte und auf Headlines gehe und das so mache. Das Why können die wenigsten Unternehmen, die wenigsten Menschen eigentlich sagen, warum gibt es mich? Das Buch war ein Welterfolg und in einem Satz hat das zusammengefasst, das ist eigentlich die Essenz. People don't buy what you do, they buy why you do it, and what you do simply proves what you believe. Und wenn wir uns jetzt die Beispiele angucken, die er hat, dann werden einige von euch mit den Augen rollen, weil es immer dieselben sind, Steve Jobs, aber auch Leute wie Martin Luther King mit seinem I Have a Dream oder JFK, der irgendwann mal We Choose Moon sagte. Das waren große Führungskräfte, die Sinek nennt, aber wenn wir uns die GAFA anschauen, auch diese, unsere großen Firmen, wo wir hingucken und wo wir auf der einen Seite zumindest zum Teil begeisterte User sind, auf der anderen Seite wir Angst haben, wie die uns dominieren, all diese Firmen haben ein ganz, ganz klares Why. Google will allen Menschen das Wissen der Welt zugänglich machen. Apple will immer wieder den Status Quo challengen, hat es mehrfach geschafft. Facebook will die Welt verbinden und Amazon will die am weltweit besten Customer-Centric Company werden. Ich komme nochmal auf Refinery29, weil die großen 4, die nennt jeder als Beispiel, aber was macht ein 2005 gegründetes Medienunternehmen von einem Deutschen mit 3 Amerikanern, was macht das? Wie definiert das sein Mission Statement? Er hat es auf seiner Seite so definiert, Refinery29 ist die führende globale Medienplattform für junge Frauen. Wir inspirieren, unterhalten und empowern unsere Audience mit zeitgemäßen und inklusivem Storytelling, intimen Erfahrungen und frischen Perspektiven. Das klingt noch so ein bisschen Marketing-Sprech. In dem Gespräch mit mir, in dem Podcast, hat es eigentlich viel, viel cooler zusammengefasst. To let women feel, see and claim their power. Und wenn das ein Produkt schafft, gerade in den letzten 10 Jahren, solange gibt es dieses Mission Statement, da hätte ich nochmal drücken müssen, to let women feel, see and claim their power, dann ist das, glaube ich, ein ziemlich guter Match über das, was Frauen heute bewegt. Ihr beschwert euch, wenn ich Mist erzähle. Und das, was dort geliefert wird. Natürlich ist dort Beauty und Fashion und auch Shopping wichtig, weil ja, viele Frauen mögen das Thema, aber es ist eben nur ein Teil und es gibt unfassbar großartiges Angebot in der anderen Richtung. Und was Philipp auch gesagt hat, und das ist das, was ich immer wieder vermute, wenn ich auch mal in Unternehmen komme, die nicht so gut bei dem Thema aufgestellt sind, es hat auch eine extreme Wirkung auf das eigene Talent. Also die Medienindustrie, die Werbeindustrie, wir alle haben Probleme, unser Talent zu bekommen und es dann zu halten. Philipp hat das in dem Podcast zusammengefasst, no meaning, no purpose, you're dead. Das meint er nicht nur in Richtung Endverbraucher, sondern auch nach innen.
Schon wieder falsch gedrückt, genau. Also nochmal, das ist immer mit diesem Klicken, sorry. Bap, bap, bap. Also nochmal, no meaning, no purpose, you're dead. Kommen wir nochmal ganz kurz zu Christoph. Wir haben einen halben Tag in New York verbracht und haben, das ist ein Format, was ich für diesen Prozess nutze, wenn es kleinere Unternehmen sind, dass ich mit dem Gründer irgendwie mich beschäftige und einen halben Tag verbringe. Und ich habe gesagt, wir laufen einen halben Tag durch New York, wir fangen morgens an, setzen eine Stunde zum Frühstück, dann laufen wir eine halbe Stunde, lassen uns inspirieren und nach einem halben Tag haben wir da einen Purpose gefunden. Manchmal muss man Glück haben und irgendwann blieb dieser junge Mann, Christoph, unter diesem Schild stehen und da stand Free People. Und was ich eben in diesem halben Tag und auch in der Zeit vorher, als ich ihn kennengelernt habe, festgestellt habe, ist, dass dieser Mann eben extrem freiheitsliebend ist. Der hat keine Lust, seinen Laptop mitzuschleppen, der spricht seine Texte in sein Smartphone rein, das geht sofort in die Cloud, seine Leute verarbeiten es weiter. Er möchte beim Skilaufen in der Lage sein, im Lift mal auf einer Videokonferenz, die ihm sonst den Urlaub nicht ermöglicht hätte, dabei zu sein. Und der ganze Mann schreit immer nur Freiheit. Er hat kein festes Büro, die arbeiten in verschiedenen Coworking Places. Und genau das, was er für sich will, hat er auch seinen Leuten ermöglicht. Und das verspricht er auch seinen Kunden. Und als ich ihn dann fotografierte und ihm das Foto zeigte, grinste er und das dauerte 3 Minuten. Und dann hatte er sein Mission Statement oder sein Why formuliert. Free people from the old way of working by leveraging future technologies. Danach arbeiten die heute. Und ich glaube, wenn ein 15-Mann-Unternehmen es schafft, ein Why zu formulieren, ein Purpose zu formulieren, dann sollten das auch große Publishing-Brands hinbekommen. Vierte Herausforderung. Wir als Werber werden immer damit gechallenged, dass wir bald überhaupt gar nicht mehr gefragt sind, weil sowieso alles mit Daten hervorgebracht wird und kreiert wird. Ich habe mich jetzt in der letzten Zeit relativ stark mit dem Thema Machine Learning beschäftigt und das ist schon relativ spooky, was da alles geht. Schönstes Beispiel, wir nutzen alle oder viele vielleicht den Übersetzungsservice von Google. A ist der mittlerweile so gut geworden, dass wenn der Ausgangssatz im Deutsch richtig formuliert ist, es keine Fehler mehr gibt. Und B hat dieser Algorithmus sich selbst eine Sprache beigebracht, eine Zwischensprache, die dazu führt, dass er schneller und präziser übersetzen kann. Aber das nur am Rande. Das, was die großen Firmen, die ja alle mittlerweile Machine Learning und Big Data predigen, aber auch sagen, ist, dass Kreativität, wirklich große Ideen, das sind, was als letztes disrupted wird, wenn es überhaupt disrupted wird. Das heißt, diese große Idee, die ein journalistischer Coup sein kann, wie Wir sind Papst oder das Aufdecken irgendeines eines Themas oder eine tolle Kampagne oder ein tolles Produkt, das wird es auch noch länger geben. Aber, und das ist, glaube ich, die Herausforderung, wenn wir konkurrieren wollen mit den Großen, müssen wir auch das Thema Daten annehmen. Nochmal ein kleines für die, die noch nicht wissen, was Big Data ist. Also Big Data ist like Teenage Sex. Everyone talks about it. Nobody really knows how to do it. Everyone thinks everyone else is doing it. So everyone claims they are doing it. Das ist Big Data. Und es gibt ein Beispiel aus meiner Branche, es kommt nicht aus meiner Agentur, was wirklich wundervoll zusammenfasst, wie man Daten und großartige Ideen gemeinsam behandeln kann oder wie aus Daten großartige Ideen entstehen können. Es gab 2005 von der Marke Dove zusammen mit Twitter eine Kampagne, die hieß Speak Beautiful. Und Speak Beautiful beruhte auf einem Dateninsight. Und zwar hat Twitter herausgefunden 2015, dass im Jahr 5 Millionen Tweets von Frauen abgesetzt werden, die sich scheiße finden. Hässlich, dick, doof und einfach selber sich öffentlich darüber beklagen, wie sie aussehen. 5 Millionen. 1 Million dieser Tweets sind um einen bestimmten Tag herum im Jahr. Wer könnte sich vorstellen, welcher Tag ist das, an dem Frauen sich besonders hässlich finden? Neujahr. Könnte sein, ist nicht, ist Oscar. Oscar-Verleihung in den USA finden Frauen sich besonders hässlich. Fand ich einen unfassbaren Insight. Was haben da von Twitter gemacht? Die haben halt sich diese angeguckt. I hate my body, I give up. Woo, she's fat and ugly. Also es ist nicht nur sich selbst, sondern auch andere Frauen. Also 80% beschimpfen die Frauen sich selbst, 20% andere Frauen. I have so much, ich will es gar nicht vorlesen, I've never felt so, und so weiter. Also sehr, sehr viele böse Sätze über sich selbst. Und mit Hilfe von Machine Learning haben davon Twitter automatische Antwort-Tweets kreiert auf diese Frauen, die jeder dieser Frauen das Gefühl gaben, wow, was ist denn das, wie geil ist das denn?
Zum Beispiel hat Katie geschrieben, I just took a long look in the mirror to realize I'm ugly. Die bekam dann die Antwort, think about something you love about yourself. Caitlin, start now. Tweet it with Speak Beautiful. Das führte wiederum dazu, dass 60% dieser Frauen, die das bekamen, begeistert darüber gesprochen haben, wie cool dann bitte Duff ist. Also Daten, Kreativität funktioniert zusammen. Ich habe keine Angst mehr seit diesem Beispiel und ihr braucht es auch nicht zu haben. Fünfte Herausforderung, New Work. Da könnte ich jetzt eine Woche drüber sprechen, ich aber verspreche euch, es sind nur 2 Minuten. Ich glaube, dass wir uns in einer Phase befinden, wo sich Arbeit stärker verändert, als es das zu Zeiten der industriellen Revolution getan hat. Aus diesem Grund, weil ich davon überzeugt bin, habe ich zusammen mit Christoph diesen Podcast, der vorhin erwähnt wurde, ins Leben gerufen, der On the Way to New Work heißt. Das stimmt überhaupt nicht, dass ich nicht mehr reden darf. Ich habe mehr als 18 Minuten. Und ich habe ein wunderbares Beispiel dafür, warum es noch nicht funktioniert. Als der Spiegel sein neues Haus baute, sagte der Architekt stolz, For us creating places to meet where people can come together is the guiding principle of architecture. Und die Mitarbeiter haben dann gesagt, am besten wäre es, aus der heutigen Spiegelzentrale auszuziehen, statt unzähliger Einzelbüros und verwaister Gänge brauchen wir Teamflächen und Räume für interdisziplinäre Projekte. Zum Glück bin ich schon fertig. Collaboration ist das nächste Thema, was wichtig ist. Es ist für mich der einzige Weg, der funktioniert. Ihr alle wisst, wie die Branche das schon mal gezeigt hat. Bei den Panama Papers, 400 Reporter haben gezeigt, wie man zusammen ein richtig dickes Brett bohrt. Ich glaube, das ist auch für die Zukunft euer Thema. Ich komme zum letzten und wichtigsten, Qualität und Vertrauen. Wer vergessen hatte, wie es geht, schaut sich diesen Film an. Wer glaubt, Fake News ist eine Erfindung von Donald Trump, kann nochmal bei Hitler nachlesen, denn er hat Lügenpresse erfunden. Und wer wissen möchte, was Deepfake ist, schaut nachher später dieses Video von Obama an. Ich gebe gerne den Link. Er hört auf mit dem Satz, thank you and stay woke, bitches. Und das möchte ich auch, denn wir brauchen euch noch. Vielen Dank. Ja. Michael, ganz herzlichen Dank. Ich finde, es hat super gepasst zum Thema Publisher. Und jetzt haben wir dich ein bisschen aggressiv mit AC/DC hier runtergespielt. Mir stand 20 Minuten drin. Ihr wirkt mir hier nach 18 Minuten die Luft ab. Der Film wäre echt komisch gewesen, aber okay, dann nicht. Also wir machen es erst das zweite Mal. Alles gut. Da haben wir so ein paar Orga-Themen noch. Dann kommst du nächstes Jahr wieder und dann kriegst du eine Dreiviertelstunde. Nein, brauche ich nicht. 18 Minuten ist super. Aber schön, dass du da warst. Vielen Dank und viel Spaß noch. Ja, Applaus. Danke. Michael Trautmann.